gerade der Bevölkerungsdruck aus Afrika wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter zunehmen. Wenn mich Journalisten fragen, ja, das Flüchtlingsproblem, das ist doch bald gelöst. Was hat dann die AfD noch für Themen? Also, Sie sind auf dem Bildungsstand, da verbietet sich jedes Gespräch mit Ihnen, guter Mann. Lebenszeitverschwendung. Afrika wird bis zum Jahre 2100 seine Bevölkerung vervierfacht haben auf dann 4,4 Milliarden Menschen. Und Europa wird im selben Zeitraum geschrumpft sein auf nur noch 540 Millionen Menschen. Und dieses Jahr haben schon 200.000 junge Männer, und das sind keine Flüchtlinge, 200.000 junge Männer, die sehen kräftig aus, sie sehen gut genährt aus, italienischen Boden erreicht, haben die Passage von Libyen über das ruhige, sommerlich warme Mittelmeer genommen und sind in Italien gelandet. Und liebe Freunde, diese jungen Männer, das sind keine Flüchtlinge. Das sind nämlich die, die ihren Pass grundsätzlich immer verlieren, aber niemals ihre Smartphones. Die bleiben immer am Mann. Damit ist meine Verbindung zur Heimat. Das sind junge Glücksretter. Das sind die zweiten, dritten und vierten Söhne afrikanischer Großfamilie, die losgeschickt werden, in Europa ihr Glück zu suchen. Und natürlich kann ich das verstehen. Natürlich kann ich das verstehen, dass man das versucht. Aber wenn wir das zulassen, und es gibt Berichte, die sprechen davon, dass in den nächsten Jahrzehnten 500 Millionen Menschen in Afrika grundsätzlich migrationswillig sind. Wenn wir diese 500 Millionen nach Afrika lassen, nach Europa lassen, nach Deutschland lassen, dann begehen wir kulturellen und ethnischen Selbstmord. Und es ist auch für Afrika keine Lösung, wenn wir diese jungen Männer aufnehmen. Auch für sie ist es keine Lösung. Wir müssen uns das immer wieder in Zahlen ins Bewusstsein rufen. Wir nehmen 1 Million Afrikaner auf, 1 Million junger Männer aus Afrika. Das ist die Reproduktionsrate Afrikas in 14 Tagen. In 14 Tagen. Liebe Freunde, nicht nur wir brauchen diese Grenze, wenn wir nicht Selbstmord begehen wollen. Auch Afrika braucht diese gut geschützte europäische Grenze. Und es darf in dieser Situation, darf es nur eine Ansage geben in Richtung dieser jungen Männer und in Richtung der korrupten afrikanischen Staatsführer. Es darf nur eine Ansage geben und die lautet: No way. Für euch als nicht gelernte Wirtschaftsmigranten wird es niemals eine Heimat in Europa geben. Punkt.